and adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Servus Jungs, was geht ab und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Video auf Foodlovers. Heute mit einem weiteren Trading Video und zwar geht es heute ganz ganz speziell um die UCL Live Card. Es geht um das UCL Trading und ja, was kommt auf euch zu, was müsst ihr beachten, allgemein alle Fragen, die mir bisher gestellt wurden zu diesem Trading. Das wird ein ausführliches Video, ich versuche einfach auf alle Punkte einzugehen, ihr könnt das auf jeden Fall bis zum Ende schauen, damit ihr da keine Fehler macht. UCL Trading bezieht sich auf die UCL Live Karten. UCL Live Karten sind sehr, sehr gehypt, Jungs. Es geht um die größte, ja, um das größte Fußball-Event überhaupt, die Champions League. Und ja, da sind eben ganz schön viele Leute, die das anschauen und ganz schön viele Leute, die eben die Champions League schauen, spielen auch FIFA. Diese Karten sind extrem teuer und man muss auch extrem vorsichtig sein. Auf der anderen Seite sind das Live-Karten, das heißt, man hat einfach ein Potenzial. Ein Potenzial steckt in den Karten. Ja, das ist ganz, ganz enorm. Man sieht das immer direkt nach dem Tor. Die Preise sind sowas von krank oben und generell die Karten aktuell, ihr seht das hier schon, die sind schon sehr, sehr, sehr teuer. Erstmal vielleicht so grundlegend darauf eingegangen, was sind diese Karten. Diese Karten sind Champions League Karten, die bei einem Sieg der Mannschaft als nächstes, wir sind jetzt hier gerade kurz vor der ersten K.O.-Runde, eins hochgehen. Ja, also das ist jetzt die Champions League Version, nicht die Europa League Version. Ganz, ganz wichtig, weil da ist nämlich ein Unterschied. Sollte jetzt beispielsweise Dortmund morgen, also ich nehme das Video jetzt Montag auf, falls ihr das später seht, Dienstag, sollte Dortmund sein Spiel gewinnen, gehen die Karten eins hoch. Also ein Sancho wird bei einem Dortmund-Sieg auf eine 88 hochgehen. Wenn sie noch weiterkommen, geht er auf eine 89 hoch. Das heißt eben, die Champions League Karten haben bei der ersten K.O.-Runde ein 2-Punkte-System. Das heißt, wenn sie einmal gewinnen, plus 1, zweimal gewinnen, plus 2. Und bei der Europa League ist es eben nur so, wenn die Mannschaft allgemein weiterkommt, gibt es einen plus 1. Diese Karten sind schon extrem teuer. Beispielsweise ein Mané kostet, glaube ich, gerade 1,3 Millionen oder so. Und eine vergleichbare 90er Karte kostet irgendwie so 500, 600k. Also die Karten sind auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr teuer. Weil man eben auch weiß, ja, beispielsweise Liverpool als Champions League Finalist, Kandidat auf jeden Fall vorne mit dabei. Da geht man schwer davon aus. Das heißt, diese Karten, wenn Liverpool rausfliegen sollte, werden sehr, sehr, sehr stark sinken. Man muss wirklich sehr vorsichtig sein, in welche Karten man da investiert oder in welche man kauft. Heute soll es nicht um Investment gehen. Fürs Investment ist es definitiv 2-3 Tage vor der Champions League schon zu spät. Aber Trading live während dem Spiel, optimaler Zeitpunkt, da die Champions League Spiele zu schauen und nebenbei noch viele Münzen machen. Aber es ist wirklich, wirklich nicht einfach und man muss da viele Dinge beachten, die in euch vielleicht andere YouTuber nicht unbedingt immer direkt sagen. Auf jeden Fall gehen wir heute auf jedes Problem hier ein und auf jedes Potenzial, wie man Gewinn macht. Ja? Was ganz Fakt ist und warum diese Trading-Methode oder was diese Trading-Methode überhaupt ist, wir haben hier ein Tor von Dortmund beispielsweise, Sancho wird um 100, 200k hochgehen. So einfach ist es. Also sobald die Mannschaft eben in Real Life, in der Champions League Live dann ein Tor schießt, werden die Karten innerhalb von ja, Minuten sehr, sehr weit ihre Preise ja, differenzieren. Das Team, das halt ein Tor schießt, beispielsweise jetzt Paris gegen Dortmund, wenn jetzt Dortmund ein Tor schießt, wird ein Sancho extrem im Preis eskalieren und auf der anderen Seite ein Marquinhos wird fallen. So geht das ganze Spiel über, aber man kann jetzt nicht blind einfach nur jeden Spieler kaufen. Und das ist vielleicht die erste Sache, auf die ich jetzt hier gern eingehen möchte. Es ist auf jeden Fall Fakt, sobald ein Tor fällt, gehen die Spieler hoch. Aber man muss halt aufpassen, welche Spieler. Bei Sancho habe ich das erklärt, ich weiß, bei ihm funktioniert es. Er hat einen geringen Preis, 180.000. Es ist zwar schon deutlich höher, man sieht hier fast 100k drüber, über seinem, über einer vergleichbaren Karte, auf einer vielleicht noch besseren Position sogar. Aber Sancho wird hochgehen. Wenn ihr den direkt danach verkauft, zum Verkaufen kommen wir später noch, was ihr da beachten müsst, weil das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Aber ein Mané beispielsweise. Mané hat für mich ein Potenzial, die Karte kostet 1,45 Millionen oder so. Wenn der ein Tor schießt, da wird da nichts groß passieren. Selbst wenn der um 100k steigt, Jungs, ihr habt immer noch die EA-Tags, die hier ungefähr bei 75.000 Münzen liegt. Also ihr müsstet den schon über 75.000 Münzen drüber verkaufen, über seinen Preis, wo ihr ihn eingekauft habt, damit ihr überhaupt 1k Profit macht. Und ein Mané, da steckt so viel Potenzial drin, die werden jetzt nicht einfach so, ja, mal kurz nochmal eine halbe Million hochgehen. Ja, da könnt ihr nicht so viele Profite machen. Das heißt, ich würde euch empfehlen, allgemeiner Rat von mir, die ganz teuren Karten, Finger weg, ja. Auch einen Son, meistens sind halt diese Teams eben Favoriten, ja. Lasst die Finger davon weg, weil die Favoriten haben mehr Potenzial zu fallen. Und die Underdogs haben eben das Riesenpotenzial zu steigen. Wie ich das jetzt immer mache, ich hole mir jetzt hier einen Sancho. Ich schaue mir an, ich habe hier die Partien bereit. Wir haben beispielsweise Atletico gegen Liverpool. Wer ist da der Underdog? Ganz klar Atletico.
Atletico denkt also jeder, ah, die verlieren so oder so. Also kann man sich mal ein Auge auf den Partey werfen. Ebenso Paris gegen Dortmund. Die hatten Marquinhos, da geht jeder von aus, PSG marschiert durch. Dortmund also auf eine Mannschaft, wo wir mal ein genaueres Auge werfen sollen. Bei Bergamo, Atalanta sind ihr beides Underdogs. Atalanta hat leider keine Live-Karte, die man kaufen kann. Daniel Vaz wäre hier ein potenzieller Kunde. Thema potenzieller Kunde, ich meine auch. Potenzieller Spieler, den man sich hier angucken könnte. Auch hier relativ billig kann man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Bei Tottenham gegen Leipzig, ja, haben wir leider keine interessanten Spieler. Bis auf vielleicht Lloris. Leipzig hat leider auch keine Karte. Das finde ich echt schade eigentlich. Aber man schaut sich eben vor den Spielen an und in meinen Videos werdet ihr das erfahren. Wenn ihr das für nächste Woche sehen wollt, dann mache ich das nächste Woche nochmal für die nächsten Spiele, dass ihr da immer auf dem Laufenden informiert seid. Gerne auch über Instagram. Also man sucht sich hier eben ein paar Spieler raus, wie Sancho, wie Partey. Vielleicht auch noch Daniel Vaz dazu. Was macht man dann während dem Spiel? Es geht nicht darum, dass ihr ihr seht zum Beispiel eine Kicker-Benachrichtigung, schaut dann auf dem Transfermarkt, ja, der billigste liegt da. Soll ich kaufen? Ja, ich guck mal nochmal kurz auf Instagram, hat jemand geschrieben? Ja, ich schaue mir noch mal ein Trading-Video an und 5 Minuten später, wenn ihr dann einkauft, dann habt ihr genau in dem Zeitpunkt eingekauft, wo ihr eigentlich schon längst verkaufen haben solltet. Also es geht wirklich darum, ihr müsst richtig schnell sein. Gerade jetzt bei den Underdogs. Ich würde wirklich mich auf die Underdogs konzentrieren. Dortmund schießt ein Tor, ihr schaut das live bei Sky, keine Werbung an der Stelle natürlich, oder bei irgendeiner App, wo ihr quasi eine super Push-Up-Benachrichtigung habt, die sehr, sehr schnell funktioniert, und dann müsst ihr eigentlich euren Sancho schon auf der Kandidatenliste für den Mindestpreis drin haben, ja? Wenn ihr jetzt noch anfangt zu suchen, ich sag's euch, ihr habt da maximal eine Minute Zeit nach dem Tor, wo ihr den snipen könnt für einen billigen Preis oder generell für den billigsten Preis holen, weil es werden so viele Leute morgen Champions League schauen und auch nächste Woche und auch in den nächsten K.O.-Phasen, falls ihr das Video später seht. Das heißt, ihr habt wirklich nicht viel Zeit, aber das ist auch ein Riesenpotenzial, denn genau diese Spieler haben vielleicht mein Video nicht gesehen, wissen vielleicht nicht, wie das geht, kaufen zu hohen Preisen ein, zu viel zu hohen Preisen, sage ich mal, wer geht auf 250k, ihr macht 70k Profit pro Karte. Goldene Regel, Jungs, goldene Regel. Bevor, ich glaube, ich habe das jetzt mit dem Einkaufen relativ gut erklärt. Also ihr müsst es nach einer Sekunde quasi schon gekauft haben. Deshalb immer, ich weiß, Jungs, das geht erstmal darum, ja, wenn ihr den Champions League Abend genießen wollt, dann macht das nicht. Aber wenn ihr einfach auf der Couch chillt, euer Handy sowieso in der Hand habt, ja, die meisten von uns haben das leider immer, dann holt euch die Karte auf die Beobachtungsliste und kauft den kurz ein, zwei Mal. Ja, es geht jetzt nicht um 10 Mal kaufen, ihr schafft das eh nicht. Aber wenn ihr jetzt einmal Sancho bekommt, der steigt kurz, dann geht's ans Verkaufen. Und das heißt, es ist nicht bis nach dem Spiel warten und vielleicht schießt Dortmund noch ein zweites Tor. Haut den Profit direkt immer rein, Jungs. Wenn die Mannschaft ein Tor geschossen hat, ihr kauft immer nur für ein Tor, ja. Es macht keinen Sinn, wirklich. Ich habe das schon selbst sehr, sehr oft probiert, auch bei Once-to-Watch-Karten. Das ist einfach so ein großes Risiko. Ihr macht in der Regel einfach Verlust, ja. Vor allem, wenn ihr das nicht öfters macht, nicht viele Coins habt, wo ihr ein bisschen Puffer habt. Also Sancho holen und dann schießt er ein Tor. Dann wartet ihr 2 Minuten. Dann schaut ihr, wo ist der billigste. Wenn er gut gestiegen ist, haut ihr den direkt Minimum 5.000 bis 10.000 unter dem Sofortkaufpreis, den ihr da findet, rein. Der muss nämlich sofort weggehen. Ja, Sancho muss dann direkt weggehen, euer Profit muss direkt da sein. Weil das ganz Witzige ist, das mir auch schon oft passiert, Freunde. Wenn ihr den jetzt für eine Stunde draufstellt, zum Beispiel nach dem Tor, der ist bei 250, ihr stellt den für 251 drauf, der geht nicht weg. Das Spiel geht keine Stunde mehr, Freunde. Der Typ, wenn Dortmund dann doch noch verliert, sagen wir mal, die führen 1-0, verlieren dann 3-1, dann ist Dortmund so gut wie raus. Und Sancho kostet plötzlich noch 80.000 Münzen. Da habt ihr einen Verlust von über 100.000 Münzen. Also verkauft ihr den zu sehr billigen Preisen, also unter dem Marktpreis, nachdem er dann gestiegen ist. Weil sonst geht der vielleicht nicht weg und das ist ein Riesenpotenzial, gerade wenn ihr Karten von den Underdogs kauft, die gewinnen halt in der Regel nicht unbedingt. Die können mal ein Tor schießen, den Profit nehmen wir mit, aber vielleicht verlieren die trotzdem am Ende und dann müssen wir eben frühzeitig auscashen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr diesen Punkt hier merkt, ja. Einkaufen, eine Minute danach, am besten mit einer Kicker-Benachrichtigung, mit irgendeiner Pop-Up-Benachrichtigung. Schreibt mir gerne Apps rein, die eine schnelle Benachrichtigung haben. Würde uns alle helfen, dann können wir vielleicht in den Kommentaren was Geiles finden. Oder schaut das Ganze live bei Sky und habt eure Spieler schon auf der Transferliste, auf der Beobachtungsliste. Ein paar, die nicht abgelaufen sind, ja. Da könnt ihr direkt nämlich hier ein, zwei mitnehmen und dann direkt wieder verkaufen. Das ist die goldene Regel, wirklich direkt wieder verkaufen. Ansonsten würde ich euch nicht empfehlen, bis nach dem Spiel zu warten, weil in der Regel diese Karten, die haben so ein Potenzial, die sind so gehypt, aber nicht, weil das geile Karten sind, die man unbedingt ins Team einbauen will, sondern weil es einfach Live-Karten sind, ja? Champions League-Spiele, genau da werden die ihr Maximum haben, selbst wenn ihr sagt, okay, der kriegt jetzt ein Plus-1-Upgrade, ja? Zum Beispiel jetzt hier beim Sancho. Der ist trotz seinem Plus-1-Upgrade auf 88 nachher keine 300k mehr wert. Aber während dem Spiel kann es gut sein, dass wenn Dortmund jetzt, sage ich mal, einen geilen Tag hat, die führen 2-0, die Offensive bei Dortmund sowieso richtig krass aktuell. Defensive haben sie vielleicht einfach auch mal einen guten Tag. Dann kostet er vielleicht während dem Spiel, wenn die jetzt hochführen, vielleicht mal kurz 3-0.
Aber nach dem Spiel werden trotzdem die ganzen Leute, die ihn während dem Spiel gekauft haben, spätestens dann verkaufen. Und dann wird der wieder einsinken. Also sobald ihr einen hohen Preis habt, weg mit der Karte, Abfahrt. Und wie gesagt, konzentriert euch auf die Underdogs, weil eben Leute wie Mané, wie Lloris, sowie Son, also Tottenham, Liverpool, Barcelona und Co., die haben einfach so ein, ja, die sind schon so gehypt, da haben so viele Leute einfach sich gedacht, ja, die werden eh gewinnen, dann nehme ich die mal mit, safe Investment und so. Lasst davon die Finger weg, wie gesagt, ich habe euch das Live-Trading erklärt, das ist eine richtig geile Methode, viele Coins zu machen. Und wenn ihr das alles beachtet habt, was ich euch hier gesagt habe, dann werdet ihr da keine Probleme haben und auch keine Verluste machen, weil, wie gesagt, das ist ein enormes Potenzial, so viel Gewinn, wie ihr da pro Karte einfahren könnt, ja, so viel, es gibt eigentlich keinen Trading-Tipp, der das garantiert, weil das ist einfach extrem viel und einfache Coins, wenn man eben diese zwei Sachen da beachtet, die ich euch gesagt habe. Und wenn jetzt, keine Ahnung, Dortmund kein Tor schießt, Atletico kein Tor schießt, dann genießt euren Champions League und kauft nichts ein. Kauft jetzt nicht einfach aus, weil ihr denkt vielleicht, ja, Marquinhos kriegt dann ein Upgrade, weil sie jetzt 3-0 gewonnen haben. Das wird nicht funktionieren, Jungs. Lasst die Finger davon Investment weg. Investment würde ich nur machen, wenn ich beispielsweise weiß, in 3 Wochen fängt Champions League wieder an. Es ist gerade kein Spiel, keiner kümmert sich um die Karten, wie das im Januar beispielsweise der Fall war. Hatte ich einen Militao für 500, glaube ich, geholt. Dann habe ich den jetzt vor 1-2 Wochen für 700 verkauft, ja. Weil der Hype einfach zur Champions League so groß ist, dass man den einfach nur in solchen Perioden auch verkaufen kann. Jetzt, wenn jeder an die Champions League denkt, ich meine, jeder weiß, morgen, nächste Woche ist Champions League, die Karten sind schon extrem hoch und sind auch schon gehypt, also würde ich da jetzt erstmal nichts riskieren. Live-Trading könnt ihr machen, schreibt mir gerne, wie es gelaufen ist. Ich werde wahrscheinlich, falls ich einen guten Deal machen kann, das Ganze natürlich auch auf Instagram posten. Checkt das hier ab, falls ihr das sehen wollt, da werde ich auch vor dem Spiel vielleicht nochmal die Karten oder meine Beobachtungsliste posten, damit ich da ready und vorbereitet vor allem ins Spiel reingehe. Und ansonsten war es das von dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder was beibringen in Sachen Trading. Jungs, wieder ein ausführliches Video, aber ich denke, ich kann euch damit helfen. Es bringt ja nichts, wenn ich euch einfach nur meine Profite da zeige und sage, ja, mach's auch so. Und im Endeffekt versteht das ja auch dann keiner. Ich will auf jeden Fall, dass ihr hier von diesem Video was mitnehmt, damit ihr die Methode kennenlernt, weil ich persönlich habe da schon echt viele Gewinne mitgemacht. Und ich weiß nicht, mir macht Champions League einfach auch Spaß, wenn ich weiß, ich habe danach vielleicht noch 100, 200k mehr auf dem Konto in FIFA. Müsst ihr selber entscheiden, ihr könnt den Champions League Abend auch genießen. Bei Barcelona beispielsweise werde ich persönlich einfach nur das Spiel mir gönnen, ja. Da muss jetzt auch FIFA mal Pause haben. Aber jetzt beispielsweise bei morgen zum Beispiel kann man sich die Spiele einfach mal so entspannt gönnen und nebenbei ein paar Coins machen. Also schreibt es gerne mal rein, werdet ihr das ausprobieren oder nicht. Hat euch das Ganze gefallen, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich ziehe das Video jetzt nicht mehr unnötig in die Länge. Haut rein und ciao, ciao.